und Herren, Willi und Ernst. Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, nach Markus Held die Bühne zu betreten, aber trotzdem machen wir das sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, hier dabei zu sein. Was ist denn jetzt? Ich war dir gerade zu nah gekommen. Ich habe mich so erschrocken gerade. Ich wollte dich nicht erschrecken, Ernst. Ja, wissen Sie, ich bin so schreckhaft geworden. Das heißt, erst gestern Nacht hat überraschenderweise um 3 Uhr der Nachbar bei uns geklingelt. Vor Schreck wäre mir fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Aber was bist du denn gerade so nervös? Ernst, dahinter ist ein Bienchen, was mich die ganze Zeit anlächelt. Ja, die weiß, dass du Willi heißt. Ja. Was willst du, das Bienchen lächelt dich? Ach, das davon? Ja. Auch vielleicht hat die Drogen genommen, hält ich für Pitts Brett? Nein. So viel Drogen kann man nicht holen, bis man mich für Brett Pitt hält. Sie lächelt immer noch und ist noch nicht aufgestanden. Ja. Das sind alles Zeichen. Ich bin kurz vor der Telefonnummer, Ernst. Aber... Bienchen, weißt du, was schrecklich ist? Wenn er so seine Buchs zieht, hat er Witterung aufgenommen. Sit him off! Ist ja cool. Hallo, du Schöne, so schmetterlingsgleich. Ich schau dich an, die Knie sind weich. Ja, das ist schön. Der erste Kontakt zu einer Frau und du erzählst direkt von deinen Meniskusproblemen. Nein. Was fährst du für eine Strategie, du kleines Frettchen? Ist es Mitleid? Mensch, so viel. Breit aus deine Flügel, flieg einfach zu mir. Zeit zum Verpuppen bei mir oder dir? Ich sag gar nichts, mach weiter. Wieso? Mach weiter, das ist in Ordnung. Wieso bist du dann jetzt so negativ? Ich bin dann nicht negativ. Du verpasst der Frau gerade eine kostenlose Traumatherapie. Ja. Hans, aber sie lächelt doch immer noch. Ja, vielleicht hat sie auch ein Helfersyndrom, weißt du. Jetzt fühlt sich dir hilflos ausgeliefert, wie so eine Geisel der Liebe, weißt du? Sie ist eine Geisel der Liebe. Ja, und du bist der Gangster auf Love, Geram. Ja. Oh, du Geisel der Liebe, ohne Ketten, ohne Hiebe, gefangen nur im Herz, gepeinigt nur von Liebesschmerz. Ja, da der andere eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät. Lass uns das nicht. Welches? Von Modern Talking. Ah! Oh! Von Modern Talking! Ich hatte gerade so Hormone, ich hätte mir selber einen Bypass legen können. Ja! Leck mich am Arsch, du, das aber, sag ich dir. Aber wirklich von Modern Talking. Dann müsste jetzt fällt mir wieder hin. Passen Sie auf, die hatte nämlich Thomas Anders, ist der berühmteste Sohn unserer Heimatstadt Kovalenz, ne? Und der hat ja dieses Modern Talking gehabt. Und wir haben gedacht, die hätten nur Hits geschrieben. Aber in Wirklichkeit war zum Beispiel Sherry, Sherry Lady ein urkölsches Karnevalslied. Warte, ich geh gerade in die Haltung. Keine Gefangenen. Herr Kapellmeister, alles in Pull-Moll, wir sind belegt. Musik ab! So, lieber Elzhof, lass mich in die Arme gehen. Wir wünschen euch herrliche Festelorben. So, gib alles. Unsere Cheerleader sind da. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, Festelorben und wir sind bereit. All die kölsche Jäcke sind mal her auf der Schloss. Selbst der kleinste Panz der Wes hätt die los. Jetzt zieht es los, so richtig los. Jetzt zieht es los. Wenn der Trümmelsche jägt, schon mal all parat. Wir drecken durch die Stadt und jeder hätt gesagt. Wenn der Trümmelsche jägt, schon mal all und jeder hält die Saat. Kölle Alarm, 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 Kölle Alarm. Freunde, Markus Kirschbaum und Dirk Zimmer, alias Willi und Ernst.